Das ist Safran. So wird, ne, so wird Safran verkauft heute. Das ist aber schon eines der ältesten Kulturgewürze der Welt. Das findet sich in der ältesten indischen und persischen Heilkunde. Es hat doch jetzt wirklich, wirklich jede Arschkrampe hat doch ein halbwegs einfaches Grafikprogramm zu Hause. Die älteste griechische Überlieferung erwähnt den Safran, dass sich im Griechischen griechische Kaiser in Safran getränkte Stoffe kleideten. Und dann muss ich das, finde ich, dann muss ich den heutzutage nicht verpacken. Was ja, also wie so ein benutztes Kondom, Ja. ne? Irgendwie. Also, im Mittelalter war Safran so teuer, da hat man den mit Gold aufgewogen. So. Und wenn man dann einen Fälscher erwischt hat, der Safran gefälscht hat, ja, dann hat man seine Ware verbrannt und hat ihm Platz freigehalten. Und zwar ganz obendrauf, auf dem Scheiterhaufen. So, ne? Weißt du, die Leute googeln wegen jedem Scheiß. Das kann man sich, da können sich da auch ein bisschen für interessieren. Dass man einfach mal sagt, guck mal, na, wenn du das früher gefälscht hast, hat man nicht zu dir gesagt, oh, jetzt ist der Doktortitel weg, das war's. Nee, da hat man gesagt, du bist weg. Gleich. So. Und du hast noch ein bisschen vorher was davon. Ne? Aber jetzt, ich stelle mir einfach vor, Marco Polo kommt jetzt hier in den Supermarkt. So. Kommt zum Gewürzstand und sagt, guck da, das ist doch der Safran. Den habe ich doch aus Asien, habe ich den noch mitgebracht. Und ich habe den ja nicht damals im Internet bestellt. Ich habe den selber abholen müssen. Das war blöd damals, weißt du? 1500 und war, es ist WLAN immer zusammengebrochen und so. Musste man schon selber hin. Ne? Und dann, weißt du, und dann haben sie mich aber dann 20 Jahre da festgehalten und dann haben sie mich gefoltert. Und weißt du, und dann stehe ich hier und dann zeigt man mir das hier. Und dann sage ich, Mensch, aber herzlichen Dank. Dafür habe ich ja gemacht. Ich bin ja damals hingegangen und habe gesagt, nehme ich alles auf mich. Einfach, weil ich meine Mitmenschen so lieb habe. Weil ich sage, Mensch, das ist so eine tolle Sache, der Safran. Möchte ich gerne, dass ihr das auch habt. Na, und dann komme ich zurück und sage, ja, wird ja gewürdigt. Fahre ich ja gleich nochmal hin. Ne? Wieso denn nicht? Kann ich nächsten Sommerurlaub? Vielleicht kriege ich diesmal billiger. Weißt du? Ja, einfach nur, dass man sich mal, weißt du, wenigstens den Schatten von Sensibilität bewahrt bei solchen Sachen, oder? Bitte was? Ich soll das jetzt hier bezahlen und die Schlange hinter mir nicht aufhalten? Oh. Ich soll jetzt hier mit meinem Geld, soll ich diesen Werteverfall, soll ich auch noch fördern, oder was? Nee. Aber da bringe ich den Safran aber lieber wieder dahin, wo ich ihn hergeholt habe. Und damit meine ich nicht dein scheiß Gewürzregal. Ich meine damit, da rufe ich einen neuen Kreuzzug aus, dann bringe ich ihn wieder dahin und dann lasse ich ihn da liegen. Bitte? Du schenkst ihn mir? Ich soll ihn nehmen und einfach verschwinden? Ja, guck, aber gestern mit dem Zimt ging das irgendwie schneller, oder?